Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. So, heute mal ein bisschen anders. Heute kein Let's Play, sondern ich wurde aufgefordert, ein Interview zu geben von meinem Netzwerk Tube Digital. Ich bin da eigentlich schon ziemlich lange drin. Das könnt ihr auch sehen in meiner Kanalinfo. Ja, damals hieß es ja noch Inside Play, glaube ich. Oder Game Envision oder irgend sowas. Egal. Auf jeden Fall, Interview. So, Frage 1. Was machst du genau auf YouTube? Also, ich, The Mankey Tube, mache ja, wie ihr sehen könnt, Let's Plays. Aber ich empfinde es nicht als Let's Plays, sondern eher als so Gaming-Vlog. Also ich spiele einfach und dann mache ich die Aufnahme an und dann spiele ich einfach weiter oder mit Freunden einfach. Und bei Let's Plays macht man sich irgendwie mehr Arbeit und ich mache mir keine Arbeit sozusagen. Frage 2. Wie kamst du dazu, YouTube zu machen? Ja, ein Verwandter von mir, der hatte damals schon einen YouTube-Kanal. Damals, 2007, glaube ich, da hatte er einen YouTube-Kanal, genau, und da hat er auch YouTube-Videos gemacht, und das habe ich einfach toll gefunden. Das Prinzip von YouTube, dass man da einfach Videos hochlädt und andere können es einfach ansehen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, das kannst du doch auch machen. Und ja, dann habe ich mich mit einem Freund zusammengesetzt. Und dann haben wir sowas aufgenommen. Damals hatte ich noch ein MacBook. Dann haben wir mit der Webcam vom MacBook so kleine Sketches oder sowas, wie man da sagt, aufgenommen. Einfach, wir haben uns verkleidet und irgendwelche Rollen gesprochen oder irgendwas Witziges. Es war ziemlich toll. Und ja, da kommen wir auch zur nächsten Frage. Das erste YouTube-Video. Das war das. Also das war so ein Trailer von meinem Freund und mir. Einfach verkleidet und irgendwelche lustigen Schauspielsachen gemacht oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das genau war. Ja, aber das war ziemlich lustig. So, die nächste Frage. Welche YouTuber schaust du an und von welchen lässt du dich inspirieren? Also inspirieren lasse ich mich eigentlich von sehr, sehr vielen, eigentlich allen Let's Playern, die mir so gefallen. Und von denen schaue ich eigentlich so überwiegend Cool Dude. Das ist ein englischer Let's Player. PewDiePie kennt ihr alle. XDQM Hose kennen vielleicht ein paar. Nordrhein TV, das ist so ein News-Channel. Die haben auch Nordrhein TV Play. Mit denen mache ich öfter was zusammen. Mal in den Livestreams oder sowas. Bibanator für CSGO. Ja, ich spiele auch CSGO sehr gerne sogar. Und Tom Shuffle, auch bekannt als Shuffle LP. Den finde ich auch ziemlich witzig. So, fünfte Frage. Wie hast du deine Videos am Anfang im Vergleich zu jetzt aufgenommen und bearbeitet? Ja, dazu kann ich sagen, da hat sich eigentlich nicht viel geändert in den Jahren. Zuerst war es eben mit Dextree und Movie Maker und jetzt mit OBS und Premiere Pro. Okay, hat sich doch ein bisschen was verändert. Egal. Zur nächsten Frage. Was war dein emotionalster, schönster Moment auf YouTube? Naja, also da gibt es jetzt keinen konkreten Moment, aber ich denke, so für mich als kleiner YouTuber ist es eigentlich schon ausreichend, wenn man mal einen tollen Kommentar bekommt. Eine positive Kritik oder irgend sowas. Das reicht schon aus. Das ist schon schön genug. Mit welchem YouTuber würde ich gerne tauschen? Das ist jetzt kompliziert, weil eigentlich mit gar keinem. Oder zumindest mit keinem Großen. Weil ich will das einfach nicht, dass so viel Druck auf mir lastet, dass meine ganzen Horden an Zuseher erwarten von mir, dass ich lustig oder witzig bin. Da ist es mir lieber, wenn ich klein bin und ich kann selbst entscheiden. Und es macht einfach mehr Spaß, finde ich, als wenn man gezwungen ist, witzig zu sein.
Die nächste Frage: Was würdest du an YouTube verändern? Eigentlich das größte Problem für mich ist die Kanalseite. Also wenn man jetzt auf einen Kanal geht, das stört mich eigentlich am meisten, weil früher war das einfach viel besser. Da konnte man den Hintergrund und die Schriftarten und die Schriftfarbe alles frei konfigurieren und das war einfach viel personalisierter, sage ich jetzt mal. Also da hatte einfach jeder seinen eigenen Stil und jeder seinen eigenen Kanalhintergrund und sowas. Das war, fand ich, viel besser. Und auch die kleinen Banner, die nur Partner hatten, die waren auch ziemlich cool. Da würde ich mir wünschen, dass das auch wieder gibt. Wie siehst du YouTube und deinen Kanal in 5 Jahren? YouTube allgemein, ich glaube, das wird jetzt immer mehr von größeren Unternehmen übernommen, sage ich jetzt mal, also nicht übernommen, aber verwendet als Werbeplattform. Das sieht man ja jetzt schon, die ganzen Product Placements in den Videos. Die ganzen Unternehmen checken jetzt, oh, YouTube, könnten wir ja auch mal ansehen und irgendwas vermarkten da. Naja, und mein Kanal, ja, da wird sich jetzt nicht viel verändern, außer mal ein neues Profilbild oder sowas. Ja, die nächste Frage. Was würdest du an unserem Netzwerk verändern? Eigentlich auch nicht viel. Also ich finde euer Netzwerk ziemlich toll. Es ist nicht zu groß und nicht zu klein und es sind viele nette Leute drin, mit denen man sich toll austauschen kann. Naja, außer natürlich die Rechtschreibfehler auf der Webseite. Die könnte man mal ausbessern oder sowas. Würdest du deine Videos auch im Fernsehen zeigen? Schwierig. Es kommt drauf an, welches und so. Und außerdem, wenn dann auf so einem extra Fernsehsender für so Let's Plays oder sowas. Also hätte ich mir sowas vorgestellt. So ein Fernsehsender, der den ganzen Tag bloß neue Let's Player vorstellt oder sowas. Oder der einfach YouTube unter die Lupe nimmt. Den ganzen Tag. So im Stil von Game One. Falls das noch jemand kennt, das wäre ziemlich toll. So, das war's dann auch schon. Ja, also schaut mal bei Tube Digital, meinem Netzwerk, vorbei und schaut auch mal die ganzen anderen Partner von Tube Digital an. Da sind ein paar richtig tolle Menschen dabei. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal.